herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. In der letzten Lektion haben wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik kennengelernt, ein ganz fundamentales Gesetz. Heute wollen wir das ein bisschen üben anhand verschiedener Situationen für ein ideales Gas. So, wir hatten jetzt die isobare Veränderung der inneren Energie betrachtet und das möchte ich noch ein bisschen näher anschauen. Also, das dU entspricht gleich der mit der Umgebung ausgetauschten Wärmemenge QP minus PdV. QP steht für konstanten Druck. Und wenn wir das Ganze mal noch weiter ausrechnen, war das ja gegen einen externen Druck, also die Volumenarbeit, da können wir den Druck vor das Integral schreiben, das Integral, das von dem Volumen V1 bis zum Volumen V2 geht. Und wir erhalten dann für die Differenz der inneren Energie, die wir bei diesen isobaren Systemveränderungen durchführen, also U2 minus U1 ist damit gegeben über QP, das ist die Gesamtmenge der Wärmemenge, die ausgetauscht wurde mit der Umgebung, minus P, der externe Druck, gegen den wir arbeiten, mal der Differenz V2 minus V1 der Volumina. Jetzt möchten wir gerne wissen, wie viel Wärmemenge wir mit der Umgebung austauschen müssen, damit wir die innere Energie verändern können und stellen diese Gleichung nach QP um. Und dann erhalten wir, QP ist gleich U2 plus P extern mal V2 minus U1 plus P extern mal V1. Und ich habe die Gleichung ja schon so ein bisschen umgestellt, wie Sie merken. Und diese Ausdrücke U plus P mal V, dafür führen wir jetzt die Hilfsgröße Enthalpie ein, H. Also H ist U plus PV. Diese Größe ist eben praktisch, wenn wir unter konstanten Druckbedingungen im Labor arbeiten. Und H ist ebenso wie die innere Energie eine Zustandsfunktion, da sie sich ja zusammensetzt aus lauter Zustandsfunktionen und ist eine Funktion von T, P und natürlich der Stoffmenge, die wir jetzt in diesen Betrachtungen erstmal vernachlässigt haben. Und gleichzeitig hatten wir ja auch schon CP eingeführt als die Änderung der Enthalpie mit Änderung der Temperatur bei konstantem Druck und konstanter Stoffmenge. Also in der Enthalpie ist, wie wir das bereits für CP ja schon angesprochen hatten, die Möglichkeit enthalten, dass Volumenarbeit geleistet werden kann. Das heißt also, das ist praktisch da drin verarbeitet. Deswegen hat man diese Hilfsgröße im Vergleich zur inneren Energie eingeführt. Noch etwas können wir aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik lernen. Betrachten wir eine adiabatische Expansion. Was ist eine adiabatische Expansion eines idealen Gases? Dabei wird keine Wärmemenge mit der Umgebung ausgetauscht. Damit ein Gas aber expandieren kann, muss trotzdem die innere Energie sich verändern. Und das erfolgt dadurch, dass die Temperatur sich abkühlt. Also daraus wird dann die Volumenarbeit generiert. Und das bedeutet, dass wir zum einen die Änderung der inneren Energie beschreiben können durch diese Temperaturänderung über CVdT. Und das wird umgewandelt in minus PdV. Das heißt also, die Änderung der inneren Energie, dU, ist gegeben über CVdT und das ist wiederum gleich minus PdV. Also wir setzen diese Gleichungen gleich. Dann setzen wir das ideale Gasgesetz ein für P, also P ist nRT durch V. Und wir können dann eine Trennung der Variablen durchführen, also CV durch TdT ist dann gegeben über R durch VdV. Wir führen dann eine Integration durch. Und nutzen dann auch noch aus, dass wir die allgemeine Gaskonstante R gegeben haben über die Differenz zwischen der molaren Wärmekapazität Cp und der molaren Wärmekapazität bei konstantem Volumen Cv. Also R ist gleich Cp minus Cv. Das setzen wir für R ein und formen diese Gleichungen weiter um und erhalten auf diesem Wege die Endgleichung,
nämlich das Verhältnis zwischen der Endtemperatur T2 dividiert durch die Anfangstemperatur T1, die ist gegeben über das Verhältnis der Volumina V1 durch V2 hoch Gamma minus 1, und Gamma ist eine Abkürzung für das Verhältnis von Cp durch Cv. Für ein ideales Gas können wir Cp und Cv ausrechnen. Wir wissen ja, Cv sind nur die ist nur über die Translationsfreiheitsgrade auszurechnen, ist 3/2 r, und Cp ist genau 1 r größer als Cv, und damit ist das Verhältnis Cp durch Cv genau 5/3. In dieser grafischen Auftragung habe ich noch einmal den Unterschied zwischen einer isothermen Expansion gezeigt. Dort ist P mal V konstant, und bei einer adiabatischen Expansion ist P mal V hoch Gamma konstant. Das heißt, die Adiabate ist steiler als die Isotherme, denn der Koeffizient Gamma, der ist ja für ein ideales Gas 5/3, also größer als 1. Das heißt also, diese Hyperbel verläuft steiler als die von der Isothermen. Wir werden das Ganze noch gebrauchen später, wenn wir die ideale Wärmekraftmaschine betrachten wollen. So, jetzt haben wir schon ganz verschiedene Größen hier in unserem Mindmap bzw. in unserem Guggenheim-Schema kennengelernt. Und in der nächsten Lektion wollen wir uns dann noch mit einer ganz wichtigen Größe, nämlich mit der Entropie, befassen.